Moin, hallo und willkommen zurück zu Bound by Flame. Ich habe hier noch Matras, hieß er, glaube ich, ne? Habe ich hier vor meiner Nase. Er kämpft gegen die Todwander, was schon mal gut ist, aber er sieht auch aus wie ein Todwander oder ein Eisfürst, weiß ich jetzt nicht. Obwohl, er kämpft mit Eis. Wäre er ein Eisfürst? Sollte ich ihm sagen, dass ich an dem Moment... Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Eigentlich will ich ja menschlich bleiben. Frage, ich weiß nicht, ist irgendwie zu unlogisch. Das wird er wahrscheinlich mir nicht abkaufen. Eine neue Form der Magie, weiß ich nicht genau. Ja, es bleibt ja nur eine neue Form der Magie oder ich habe einen Dämon in mir. Ich bin mir bei ihm nicht sicher. Wobei 6000 Jahre lebt er schon. Von dem Namen her weiß ich jetzt nicht. Ist er aber eigentlich kein, kein Eisfürst eigentlich, ne? Ich bin jetzt mal total unklug und ich sage einfach mal, ich habe einen Dämon in mir. Es ist ein Dämon in mir. Eine Kreatur der Flammen, die behauptet, vom Weltherz zu stammen. Faszinierend. Selbst wenn ich den Ausdruck Dämon für unangebracht halte. Aber ich muss zugeben, dass ich trotz meines umfangreichen Wissens keine Ahnung habe, was es sein könnte. In jedem Fall aber interessant. Ich bin vor Langeweile fast gestorben. Zu erforschen, was in mir ist, wird bestimmt sehr spannend sein. Vergib mir meine Art zu sprechen. Es war ein Scherz. Egal. Jedenfalls komme ich mit dir. Ha? Siehst du? Schon wieder. Ach komm, lächle doch mal. Ich kann dich im Moment nicht gebrauchen. Ich muss etwas in der Stadt erledigen. Warte im Lager auf mich. Wir ergründen später, was ich bin. Ja, ich habe dein Lager gesehen. Erstaunlich, dass die Todwandler es noch nicht entdeckt haben. Ich denke, dass mein unangekündigtes Erscheinen dort ein Problem für deine Waffenbrüder sein könnte. Ja, ich vermute, mit deinem Gesicht werden sie dich nicht mit offenen Armen begrüßen. Sag ihnen, dass ich dich geschickt habe und benimm dich. Gut. Kennst du den Weg in die Stadt? Es gibt geheime Zugänge hier in der Nähe. Ich zeig sie dir auf deiner Karte. Danke. Er ist immerhin cool drauf. Auf jeden Fall. Ja, doch. Er hat... Naja gut, wenn er 6000 Jahre alt ist, ist der Humor vielleicht an manchen Stellen nicht unbedingt angebracht. Aber... Ich weiß nicht, er ist so ein bisschen hin und her. Zum einen ja, würde ich sagen, er ist cool. Zum anderen weiß ich nicht genau. Irgendwie bin ich noch unsicher bei ihm. Aber das liegt daran, wir sind uns ja gerade erst begegnet. Und ich bin ja ein bisschen mit der Tür ins Haus gefallen. Das tut mir leid. Auch wenn mein Charakter das automatisch gemacht hat. Aber ist... vielleicht weiß er ja was. Oder mehr. Ich weiß nicht. Ich muss mal gerade gucken. Habe ich noch Nebenquests? Hier. Ja, habe ich. Sammle so viele Elfen sehen wie möglich. Finde die Bibliothek. Und suche das Artefakt. Welches Artefakt? Ah, das Artefakt von Lehens. Randwahl der Einzelgänger. Lasse Randwahl aufklären, mache ich gerade. Informiere den Kommandanten über der Elfenarmee. Siegel blockierende Patrouille. Ja, habe ich gemacht. Muss ich jetzt echt zurückgehen? Ich will aber gerade nicht zurückgehen. Kann ich nicht in die Stadt gehen? Ich bin gerade ein wenig. Ja. Ich guck erstmal hier. Erstmal muss ich. Was muss ich denn hier noch. Was kann ich denn eigentlich noch aufwerten hier? Ich würde ja gerne hier noch ein bisschen was machen, dass der Tarnmodus noch ein bisschen besser wird. Aber andererseits will ich hier auch noch was machen, ne? Was haben wir denn hier? Das ist Pyroman-Dingens. Das müsste ich eigentlich holen, weil hier habe ich Flammenschwert. Ich würde ja gerne wissen, was da oben auf Expert ist, muss ich zugeben. Aber das wird erst freigeschaltet, glaube ich, wenn ich beides freigeschaltet habe. Was ist das hier? Flammen. Schutzflammen. Habe ich letztes Mal ausprobiert. War nicht so toll. Flammenwelle. Weiß ich nicht. Bin hier auch noch unentschlossen. Ich weiß auch gar nicht, ab wann sich das hier freischaltet. Erst ab... Achso, ich bin ja erst Level 9 hier, ne? Da bin ich schon viel weiter, ne? Da bin ich schon Level 21. Krass. Ich glaube, ich mache den Tarnmodus weiter. Aber andererseits hier Konter mit Crit-Treffern ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Hass. Ich mache jetzt mal Tarnmodus besser. So. Moment, was ist das hier? Was war das da? Ausrufezeichen? Schaden von Dolchen bei überraschtem Gegner. 200%. Okay, das ist natürlich Hardcore.
Chance Crit-Treffer mit einem Feuerball oder einem auf überraschenden Feind gefeuerten Bolzen. Das ist auch nicht schlecht, weil die Armbrust nehme ich. Minus 75% Lärm, wenn ein überraschender Feind mit einem Schlag getötet wird. Das ist auch gut. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Also jetzt so langsam, wo ich ein bisschen reinkomme, auch wenn ich halt, naja, die Billigstufe spiele hier, komme ich schon voran. Aber ich spiele es ja auch wegen der Story eigentlich hauptsächlich. Es wäre bestimmt auch interessant, es noch ein bisschen herausfordernd zu machen, aber da bin ich leider nicht der Pro drin. Ich muss einfach immer mit dem Kopf durch die Wand. Das funktioniert bei den Spielen hier leider nicht dann. Ich speichere erstmal ab. Ich glaube, das wäre eine gute Idee, weil ich beim letzten Mal, das werde ich wahrscheinlich zwischendurch nochmal zeigen, oder werdet ihr sehen, habe ich in Valve nur einige Quests nicht erledigt gehabt und bin dann aber weiter in der Story und habe das Problem gehabt, dass die dann ja, futsch waren, sag ich mal so. Und da war doch ein bisschen mehr Story noch, als ich gedacht hätte. Das war dann ein bisschen ärgerlich. Aber ich habe es nochmal nachgespielt. Das sieht man vielleicht auch ein bisschen an meinem Charakter. Mein Charakter ist ein bisschen anders ausgestattet. Vielleicht, das ist tatsächlich jetzt ein anderer Charakter. Das ist der Charakter, den ich nochmal gespielt habe, jetzt wo ich die Nebenmission gemacht habe. Und ich habe dann nochmal ein bisschen hingespielt, weil ich muss zugeben, ich kann sowas nicht unbedingt auf mir sitzen lassen. Ich möchte gerne alles spielen, alles erfahren, jede Kleinigkeit. Und wenn ich dann halt nochmal von vorne anfangen muss, was ein bisschen nervig ist, ich versuche das aber trotzdem so zu machen, dass das ein storymäßig guter Flow ist, dann, dass man alles mal mitgekriegt hat. Auch wenn ich es halt zigmal spiele und, ja okay, manchmal dann ist es ein bisschen sehr, 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 wie soll man das sagen, repetitiv ist, weil man es halt nochmal machen muss. Hoffe ich, mache es trotzdem für euch Spaß. Ich werde das so machen, dass ich euch hoffentlich die Story so linear wie möglich zeige und dann halt die Nebenquests, die ich vergeigt habe, dann halt nochmal nebenher zeige. Aber jetzt genug Quatsch, jetzt geht's weiter hier. Ich muss zusehen, ich muss in die Stadt. Es wird Zeit. Erstmal kletter ich hier einfach hoch. Krass, okay, ich bin hier knallhart hochgeklettert. Es ist ein bisschen zu leer und zu dunkel und das gefällt mir nicht. Wobei, Stadt, ich sehe hier nicht mal anders. Also Stadt, wo ist denn hier Stadt? Hier ist doch nichts. Die Leere, rechts oder links lang? Links ist ein Pfeil, gehe ich links lang. Da läuft doch schon was, ich habe es genau gesehen. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Den muss ich ausschalten, eigentlich der ist wichtig, der mit dem scheiß Schwert hier. Ausweichen. Mit deiner scheiß Dunkelmagie hier. Ich finde, war ich nicht schnell genug. Bist du kaputt? Nein, du bist hier schon wieder mitten in mir. Hey, auch. Was ist denn noch so ein Loot? Weg, 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 weg! Oh Mann, ich explodiere immer mit, ey. Das ist ein bisschen ärgerlich. Halt, nicht hauen. Ausweichen. Weg, weg, weg! Ich brauche mal zu lange. Erstmal einwerfen. So. Ist gleich kaputt, Mann. Aber er erholt sich wieder. Du bist auch total, ey, immer mit dem Kopf durch die Wand, ne? Das ist aber nicht gut, weil wenn du drauf gehst, dann muss ich alleine herumrennen. Das will ich jetzt auch nicht. Ah, okay, du erholst dich schneller. Hier ist der Eingang, das ist der Eingang. Okay, da will ich jetzt aber tatsächlich noch nicht hin, weil mich interessiert, was hier noch drumherum ist. Vielleicht finde ich ja noch ein paar tolle Sachen hier. Hier, den zum Beispiel, der da dran steckt. Da drin steckt, ich weiß nicht genau, ist hier noch irgendwas? Meistens sind immer so Sachen da, die, ja, ein bisschen versteckt sind. Da liegt noch was zum Beispiel. Da habe ich noch kaputt gemacht, okay. Ansonsten war hier nichts mehr, ne? Scheint so zu sein. Ja, ist leer, okay. Dann können wir jetzt tatsächlich gehen, Prinz. Wir gehen in die Stadt. Zusammen. Ich hoffe, du brennst jetzt nicht vor, weil, wäre nicht so toll. Aha. Okay, das untere Karaltas. Ich bin ja mal gespannt, wie das aussieht. Das ist ja echt im Eis hier. Wie sieht denn das ohne Eis aus? Ist das auch so ein Gebirge?
Da bin ich ja mal gespannt. Ich muss die eigentlich so sneaky Stück für Stück ausschalten hier. Dass es keiner mitkriegt, aber so stealthy bin ich leider nicht. Diese Stadt ist ein offenes Grab. Was haben Sie mit meiner Stadt gemacht? Ich verfluche Sie alle! Wir können von Glück reden, wenn wir Überlebende finden. Ja, ich würde sagen, ich bin schon entdeckt worden, ne? Kaputt. Au, nicht einfrieren. Auch bitte mit. Das Problem ist, hier ist ein bisschen eng zu kämpfen, muss ich zugeben. Das ist nicht so pralle. Ich kann hier echt überall reingehen. Ach, krass. Problem ist nur, es ist sau dunkel hier. Ich sehe überhaupt nichts. Die Stadt ist echt fertig. Da hängt noch einer. Der ist aber nicht mehr so glücklich. Die Stadt ist ja völlig im Eimer. Kann ich hier noch was sehen? Scheiße, der guckt in meine Richtung. Die gucken beide in meine Richtung. Also gehe ich hier nicht lang. Hier gibt es noch was drin, ne? Wenn die beide in meine Richtung gucken, dann muss ich von der anderen Seite angreifen. Ich hoffe, die drehen sich jetzt nicht um. Wo sind sie denn? Ach krass, die kann ich nur so. Was? Ach, das ist ja krass. Ja, okay, man sollte auch auf die Karte gucken. Das heißt, ich komme da gar nicht hin. Ist ja so verbarrikadiert gebaut hier. Was haben sie gemacht? Na doch, bleibt mal unsichtbar. Die gucken beide in die Richtung, ne? Sehr gut. Ah ne, die gucken in die Richtung. Au, hör auf! Du musst zuerst weg mit deinen Eisfeuern. Sehr schön. Dass ich nicht durch Verbindung durchschnitzeln kann hier. Ja, die Stadt sieht nicht mehr so spektakulär aus wie früher. Das Gute ist, dass ich hier unbedingt dieses Schatzding ist. Hier ist doch irgendwo was. Nicht gehört. Wo bist du? Oh. Geh weg. Mit. Ich höre hier irgendwas. Irgendwie hier, aber oben. Alles klar, oben. Da geht's die Treppe rauf. Ist die Treppe rauf. Da hinten ist auch noch was. Ach, muss das sein? Weil ich so gierig bin, ne? Ich krieg aber Mütze. So, okay, her damit. Ist jetzt ein bisschen schwierig, mich zu orientieren, wenn ich hier gucken muss, wo was lang geht. Oder gehe ich jetzt unten überall lang? Wie groß ist denn die Karte? Da will ich nicht hin. Die Karte. So groß ist die gar nicht. Aber das liegt wahrscheinlich daran, weil ich unten bin im Erdgeschoss. Da geht's auch noch weiter? Ne, da kann ich nicht hoch. Okay, das sind nur so Fenster, die... Das ist auch nichts großartig. Okay. Waldläuferhandschuhe, was? Da muss ich gleich mal nachgucken. Das ist Ausrüstung. Ausrüstung. Waldläuferhandschuhe, die machen, ja gut, Dings da nicht mehr. Magiewiderstand, schwarze Magie. Dafür Gift, ne? Die machen alles weniger, aber das liegt daran, weil ich ja nichts mehr Equipment habe. Anstatt Schwarzmagie machen die natürlich Dinge. Ich würde das Waldläufer-Outfit natürlich gerne anziehen. Ich glaube, das werde ich mir auch aufheben erstmal. Mehr. Macht Störfähigkeit, aber das hilft mir auch nicht weiter. Was ist hier noch? Verschlinger. Brauche ich nicht. Kann ich den recyceln? Recycle mal. Okay. Neues Equipment habe ich auch noch mitgenommen. Gut. Da komme ich nicht weiter, ne? Jetzt kann man so ein bisschen was sehen, aber da ist ja gar nichts mehr. Das sieht ja aus, als wäre hier alles im Eimer.
Das ist zu, da komme ich nicht lang. Also man kann nur in bestimmte Richtungen langlaufen hier, okay. Ja, so viel wie hier runtergeredet ist, ist das ziemlich eisig. Das Gute ist, es fing an zu hell zu werden. Da kann ich das mal sehen hier. Das ist schon besser. Kann ich hier hochklettern? Kann ich sogar. Krass. Ich höre da aber was. Das ist nicht so gut. Sollte ich nicht sofort hochklettern. Muss ich aber gleich mal gucken. Aber wie es weitergeht, würde ich sagen, sehen wir in der nächsten Episode. Also macht's gut, Leute. Bis dahin. Ciao.